Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo weiter und wir gehen direkt weiter in die nächste Welt. Ja, würde ich mal sagen. Stop and Go Station. Es wird weiter minenmäßig und was? Okay. Ich wollte es jetzt einfach nur mal ausprobieren, was passiert, wenn ich zurückgehe. Das ist interessant. War jetzt so nicht wirklich gewollt. Ich glaube. Okay, gut. Das war Stop and Go Station. Ich bin froh, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, das Video ist dann vorbei. Nein. Was? Gut. Ja, ich habe jetzt das ganze Level übersprungen. Ist egal. Okay, wir gehen da irgendwann später nochmal rein. Irgendwann später gehen wir dort nochmal rein, um das Ganze abzuschließen. Wir sind mittlerweile bei 15% angelangt. Das ist gut, das ist toll. Danke, Candy, dafür. Mit Funky können wir rumfliegen. Oder wir gehen einfach zu Millstone Mayhem. Oh yeah. Gut, mal gucken, ob es hier genauso schnell vorbei ist. Halt, Moment. Irgendwie, da ist doch was. Ja. Das hat man doch irgendwie gesehen. Hui! Oh. Hilfe! Hui? Hilfe! Okay. Ich konnte ihn übrigens nicht wirklich... Bobs steuern. Als ich den guten Affen da so in der Luft hatte. Aber okay. So, wofür sind diese explosiven Fässer? Die sind doch bestimmt für irgendwas gut. Oder auch nicht, denn hier ist ein... Weiteres Bonusfass? Ist kein Bonusfass. Ist sowas ähnliches. Für irgendwas müsste der Reifen gut sein. Schleppe ich den Reifen jetzt die ganze Zeit mit mir rum? Ja, mach ich einfach mal. Moment. Es kann nicht so verkehrt sein, weil für irgendwas Grandioses, Geniales wird man ihn gebrauchen können oder auch nicht. Doch, Moment. Ich hab's gesehen. Ich hab's doch gesehen. Danke. Okay. Danke, Diddy. Danke, danke, danke. R-A-R-E. Rare. Oh mein Gott. Sind das etwa die Entwickler des Spiels? Ich glaube ja irgendwie schon. Und schon haben wir unseren dritten En-Guard und... En-Guard. Und... Upsala. Und wir können direkt wieder ein paar Extra-Leben sammeln. Das ist voll cool. Ich weiß allerdings nicht, wo der Super-Mega-Ultra-Schwertfisch hier... in dieser Stage ist. Irgendwo wird es hier wieder einen tollen Geheimgang geben, den man irgendwie irgendwo... Ah, hier zum Beispiel. So, mal zwei, alles klar. Sollte man aber eigentlich erst holen, wäre zumindest sinnvoller, wenn man auch die ganzen normalen Schwertfischis eingesammelt hat. Weil dann verdoppelt sich ja das ganze Zinnober, halt, was man alles so eingesammelt hat und so. Ne? Das wäre irgendwie total sinnvoll, aber okay, ist egal. So wie Hering es macht, wird es trotzdem einigermaßen noch richtig sein. So ähnlich. Okay, das reicht zumindest für schnuffige 4 Leben. Und alles darüber hinaus wäre Bonus, aber das werde ich jetzt leider nicht mehr hinbekommen. Na gut, schade aber auch. Yay! Wundervoll. Okay, danke, En-Guard. Dass du uns da so wundervoll geholfen hast. Huh. Wisst ihr, was ich bei den Spielen der alten Schule besonders mag? Dass man direkt in der Action drin ist. Dass man sich nicht lange mit irgendwelchen dämlichen Tamtam aufhalten muss. Und ja, ich bin direkt im Level drin und zack, 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 alles schön und toll. Es ist ein bisschen schwieriger zu Let's Playen tatsächlich, weil ich habe nicht so wirklich das Gefühl, oh cool, dass ich hier irgendwie sowas ähnliches wie eine Ruhepause habe. Wo ich auch mal ein bisschen verweilen kann, wo ich auch mal irgendwie einen Schwank aus meinem Leben erzählen kann oder irgendwie sowas in der Art. Aber okay. Es ist! Verdammt. Eigentlich wollte ich rollen. Er hat es nicht getan. Er hat es einfach nicht getan. Es ist, wie es ist. Und ich werde damit zurechtkommen und ihr bestimmt auch. Ich bin irritiert. Ich hätte... So wie ich es gemacht habe, ist es falsch. Nicht wahr? Ich komme dort oben jetzt leider nicht mehr hin. Fürchte ich, denke ich, glaube ich. Oder? Doch, Moment, es geht. Irgendwie geht es. Oh, cool. Ich hatte mit einem normalen Bonus fast gerechnet. Stattdessen kriege ich den Frosch. Und ich habe On. Ja, alles ist On. Hilfe, was mache ich jetzt? Hi, ha, nicht sterben. Kann ich irgendwie... Ah.
vom Froschi runter. Das kann man ja tatsächlich. Mit einem Druck auf den A-Knopf. Verdammt! Dämlicher! Was auch immer. Was soll überhaupt sein? Ein Bussard? Ein Geier? Ein... Ich weiß es nicht. Hallo Frosch? Frosch, was tust du da? Das weißt du selber nicht. Frosch! 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 Wir werden sterben. Wir werden sterben, wenn du nicht ruhig bleibst. Frosch, bleib ruhig! Frosch! Oh Gott! Ja, okay. Cool. Was soll's? Werden wir jetzt mit zurechtkommen? Froschi macht was auch immer er. Ich hab Angst. Oh! Ich hab Ong. Okay. Das ist nichts, was man nicht mit einem gekonnten Ratschlag irgendwie schaffen könnte. Wow. Mein Gott. So viel Stress am Ende des Levels. Warum denn das? Jabu! Was zum Geier? Euer Ernst? Irgendwie... Ne, ich hau mal lieber ab. Nicht alle Bonus-Level. Irgendwas... Ich weiß nicht, ob es was mit dem Beanie jetzt zum Schluss zu tun hatte. Das mit den Bananen, das sah da unten schon irgendwie seltsam aus. Aber ich wollte mit Diddy jetzt nicht die Rolle nach unten machen. Das erschien mir irgendwie zu doof. Cranky, erzähl mal ein bisschen was. Well, well, look what the cat dragged in. Jo. I bet they wasted half the memory already, just on this section alone. Na, ein bisschen was kommt, glaube ich, noch. They can't keep this level of graphics up for much longer. We used to be lucky if we got 3 shades of gray, let alone any real colors. We used to have to survive with a 2 frame walk. Yeah. Sometimes our sprites used to change size for no apparent reason. We never had any of this fancy 3D stuff. Oh no, we had to survive on what we had. And jungle hijinks stick to the treetops to earn extra lives. Er gibt mir hier nochmal Tipps aus der ersten Welt. Clum's hard head protects him against your jump attack. You'll have to roll him. I don't have anything else to tell you right now. Maybe later. Okay, alles klar. Vielen Dank. Necky's Nuts. Sind wir etwa schon wieder beim Endgegner angelangt? Es scheint fast so zu sein. Mensch, dieses... Ups. Was zum Geier? Okay, cool. Dieses Spiel, ist ja... Ist ja toll. Was zum... Ah, ich glaube, das war jetzt der allererste Treffer. Cool. Ich muss wohl immer erst warten, bis er tatsächlich seine Kokosnuss gespuckt hat. Weil ansonsten scheine ich ihn nicht wirklich treffen zu können. Wow. Okay. Boing. Zum Glück klappt das. Gar formidabel. Donkey Kong freut sich, ich freue mich und wir haben wieder Berge von Bananen eingesammelt. Wo haben sie diese ganzen Bananen eigentlich her? Also eine richtige Plantage oder so sieht man jetzt hier auf dem Dschungel. Auf der Inselkarte meine ich zumindest irgendwie nicht. Zumindest keine Plantage, die diese Massen an Bananen erklären würde. Aber egal. Jetzt sind wir schon in Welt 3, Vine Valley. Ist erstaunlich, irgendwie Vulture Culture. Ich habe das Ganze... Größer in Erinnerung? Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn man irgendwie so Spiele von früher nach ewigen Zeiten mal wieder spielt, dann fällt einem ab und zu auch tatsächlich mal so ein bisschen auf, dass ja man früher als Kind das vielleicht teilweise jetzt nicht unbedingt, oh Gott, nicht unbedingt verklärt hat. Aber, ja toll. Oh, nee, doch, funktioniert. Aus großer Höhe funktioniert es mit Diddy. Bin begeistert. Ja, also man verklärt es nicht unbedingt, aber man hat es halt anders in Erinnerung, als es halt damals vielleicht tatsächlich war. Und genau dasselbe Gefühl habe ich jetzt gerade hier irgendwie bei Donkey Kong Country. Das Spiel scheint sich relativ schnell durchspielen zu lassen. Behaupte ich jetzt noch. Keine Ahnung, ich weiß, ich habe... Wow. Okay, interessant. Ich habe den Umfang zukünftiger Welten... Jetzt nicht wirklich weiter im Kopf, deswegen kann ich dazu eigentlich fast gar nichts sagen. Dups, dups.
Ho, ho. Okay. Ihr süßen kleinen Schnuckis. Ihr könnt ganz gut Bananen spucken. Oh, und ihr könnt mir auch extra Leben geben. Worüber ich sehr, sehr froh bin. Man bekommt auch wirklich nur die Anerkennung dafür, den Bonusraum geschafft zu haben, wenn man hier das auch komplett macht, oder? Also sprich, wenn ich jetzt einfach nur in den Bonusraum reingegangen wäre, dann hätte das, upsala, doch noch nicht gezählt, oder? Denke ich mir mal so. Genau wissen tue ich es nicht. Dups, dups. Hui. Okay. Oh, okay, so. Nehmen wir Donkey einfach mal mit. Und dann geht das lustige Fässertrauma weiter. Ups. Hier und da ein paar neue Gegner oder Abwandlungen von ihnen, warum auch immer er jetzt nicht gesprungen ist. Ich verstehe es nicht. Aber gut. Bubbidub. Nicht weiter schlimm. So oft bin ich ja zum Glück noch nicht gestorben. Also so richtig peinlich ist es eigentlich bis hierhin noch nicht. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ich bin gespannt. Aber okay. In letzter Zeit, oder beziehungsweise insbesondere durch das Super Nintendo Classic Mini, habe ich wirklich wieder, wow, meine Begeisterung für diese gute alte 16-Bit-Konsole gefunden. Also, ich meine, hier und da, es wäre jetzt nicht das Problem gewesen, einfach mein eigenes Super Nintendo wieder anzuschließen und ein paar Dinge zu zocken. Aber jetzt mit dem Classic Mini ist es zum einen ein bisschen praktischer und bequemer. Und zum anderen komme ich natürlich auch in den Genuss, ein paar Dinge zu zocken, die ich halt damals nicht wirklich gezockt habe. Ah! Die ich damals nicht wirklich gezockt habe, weil ich sie halt einfach nicht besessen habe. So. Und, ja, weiß ich nicht, mit einem richtigen Controller in der Hand und so, das ist schon auch das Feeling ganz anders, als es zum Beispiel beim Emulator wäre oder so. Ich genieße das momentan total. Also neben Donkey Kong Country, ich spiele für mich privat Final Fantasy 3, also die US-Version, also eigentlich Final Fantasy 6. Und ich habe auch wieder meine längst verschollen geglaubte Liebe zu Super Mario Kart wiederentdeckt, was total komisch ist. Gab eine ganze Zeit, wo ich das Spiel eigentlich nicht so sehr gemocht habe oder auch sehr belächelt habe. Aber für so zwischendurch mal ein Grand Prix oder so, da, weiß ich nicht, bietet es sich eigentlich total an. Bin momentan da relativ begeistert dabei. Relativ begeistert. Muss jetzt natürlich irgendwie auch dazu sagen. Ups. Dass ich, okay. Aha. Dass ich jetzt auch noch nicht so schrecklich weit gekommen bin. Keine Ahnung, bin gerade bei den 100 Kubikzentimeter Cups. Also ein bisschen was steht mir da noch bevor. Wuhu! Vielen Dank dafür, der Affe freut sich und er schmeißt seine Mütze in die Luft, weil es das ist, was er am besten kann. So, wo bin ich jetzt? Keine Ahnung. Diese Baumhaus-Thematik hat mich früher immer an Star Wars und die Ewoks erinnert. Weiß nicht genau. Die sah für mich immer recht ähnlich aus. Die Insel vom guten Donkey Kong befindet sich also auf dem Ewok-Planeten. Wem gehören diese Baumhäuser? Mal davon abgesehen. Weil eigentlich auf dieser Insel wohnen doch nur die Affen. Dachte ich. Zumindest. Eine ganze Zeit. Und, naja, irgendwie wohnen hier die Kremlings, aber irgendwie auch nicht. Weil eigentlich sind sie ja, die kommen ja immer nur mit dem Schiff an. Also, wie gesagt, wer hat das alles hier gebaut? Oder ist es eine längst vergangene Kultur? Irgendjemand muss ja vorher auf der Donkey Kong-Insel schon gewesen sein. Wenn wir bedenken, dass... Blups! Wenn wir bedenken, dass es ja auch eine Fabrik und so ein Gedöns hier auf der Insel gibt. Also... Irgendjemand muss vorher schon hier gewesen sein. Und die Affen haben sich dann nur hier einquartiert. Das ist cool. Yay! Timing ist alles! Gut. Ich glaube, dieses Level hier könnte Spaß machen. Ja, dieses Level könnte sehr viel Spaß machen. Muss aber nicht. Ups. Was ist mit einem anderen Buchstaben? Wow. Eigentlich. Das O. Habe ich das O jetzt immer noch oder nicht? Oder ja, oder nein, oder vielleicht. Ups, okay. Aha, gut.
das war so ein bisschen... Naja. Man musste es ausprobieren. Es ging ja nicht anders. Oh. Okay, so viel dazu. Sabu. Ja, toll. Ja, gut. Die Buchstaben braucht man ja nicht für die 100%, ne? Also ist ja eigentlich auch egal. Wow. Man muss ja immer ein bisschen mit einkalkulieren, dass ich das Fass erst drehen muss. Das macht's halt zusätzlich ein bisschen... Knifflig, knifflig, knifflig! Ich hab nicht... Ja, toll. Man sollte für einen kleinen Moment vielleicht auch einfach mal aufpassen, ne? Gut. Treetop Town. Es ist so toll. Es ist so einfach wundervoll. Ich würde den Level eigentlich furchtbar gerne irgendwie noch in diesem Part schaffen. Ich weiß halt nur nicht, ob mir das gelingen wird. So, Moment. Eigentlich ist bei dem Fass hier egal. Das habe ich bisher immer getroffen, obwohl ich nicht aufgepasst habe. So. Und... Ja. Gut. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns dieses wunderbare Level Treetop Town beim nächsten Mal ein bisschen genauer an, wenn es weitergeht mit Donkey Kong Country. Oh yeah. So, schön gespeichert. Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder Tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.